Wir haben heute hier Thomas Fekete zu Gast, Fußballprofi und Coach, Berater für angehende Fußballprofis, also Jungs im Alter von 10 bis ungefähr 17 Jahren, die den Traum haben, es wirklich auch schaffen zu können als Fußballprofi. Herzlich willkommen. Hallo Nico, danke vielmals für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr, dass wir heute dieses Video gemeinsam drehen dürfen. Möchtest du dich gleich ein bisschen genauer vorstellen, woher du kommst, was du machst, was auch ein bisschen deine Vergangenheit ist? Mein Name ist Thomas Fekete, ich bin 23 Jahre alt und ich bin seit ich 18 bin ich Profi, Fußballprofi, unter anderem bei PS Young Boys. Vielleicht die, die den Club nicht kennen, das ist der Club aus Bern, von der Hauptstadt von der Schweiz, und die sind letztes Jahr Meister geworden und haben noch dieses Jahr Juventus geschlagen. Dann hast du mir erzählt, kam ja eine Verletzung, eine etwas schwerwiegendere Verletzung. Willst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, gerne. Also ich habe mir das linke Knie verletzt. Das war ein bisschen unglücklich, da konnte ich auch nichts machen, weil ich den Gegenspieler nicht gesehen habe. Er kam von hinten. Ich habe mir das Kreuzband gerissen, das Außenband, den Meniskus und noch eine Osteotomie. Und die Ärzte gaben mir 20% etwa, dass ich wieder in den Profifußball zurückkehre. Mhm. Und Gott sei Dank habe ich das wieder geschafft. Ich hatte super Ärzte, super Physios, und die haben mir den Weg aufgezeigt, wie ich wieder zurückkehre. Sehr gut, also quasi niemand hat an dich geglaubt. Also die Chancen waren sehr, sehr niedrig, aber also dank deines Einsatzes und dank des guten Physioteams, Ärzteteams, hast du es tatsächlich dann wieder gepackt. Hast dich aber dann trotzdem für 8 Monate, hast du mir erzählt, also mal gegen den Fußball sozusagen entschieden, für dein Business, um dein Business, das du heute betreibst, aufzubauen. In der Zeit, wo ich nicht Fußball gespielt habe, in den 8 Monaten, habe ich ein bisschen reflektiert, was ich gut gemacht habe und was ich weniger gut gemacht habe in meiner Profizeit. Und da habe ich die Sachen rausgeschrieben, wo ich vielleicht anders oder noch besser machen würde, damit ich persönlich im Fußball noch besser werde. Und die habe ich dann, als ich wieder zurückkam, versucht umzusetzen. Und ich denke, das war auch relativ erfolgreich. Ich habe 8 Monate nicht Fußball gespielt und dann habe ich 1 Monat circa trainiert. Und in meinen ersten 3 Spielen habe ich dann 3 Tore und 2 Vorlagen gemacht in der Liga, wo ich etwa 3 Jahre gespielt habe. Und in diesen 3 Jahren habe ich nur 1 Tor gemacht. Und jetzt nach den 8 Monaten, wo ich wirklich einen Plan gemacht habe, respektive wo ich aufgeschrieben habe, wie ich mich verbessern kann, habe ich in 3 Spiele 3 Tore und 2 Vorlagen gegeben. Ich möchte da nicht bluffen, wie in Deutsch sagen, Schweizerdeutsch. Also, aber ich möchte das nur zur Info geben, weil es vielleicht wertvoll für die jungen Spieler sein kann. Mhm. Zum heutigen Zeitpunkt ist es so, dass ich eine Firma gegründet habe. Und zwar, ich unterstütze junge Fußballer, welche den Traum haben, Fußballprofi zu werden. Und ich unterstütze die und ich gebe ihnen sehr, sehr wertvolle Tipps, wie sie es leichter schaffen können und wie sie es ganz bestimmt schaffen können, wenn sie wollen und wenn sie wirklich alles daran geben, dass sie diesen Traum verwirklichen. Und es freut mich sehr, mit ihnen zu arbeiten. Das ist noch gerade offen, wo mein weiterer Weg im Fußball hingeht. Ich habe da einige, also wir sind in Kontakt mit einigen Teams und ich könnte wieder in den Profifußball, Gott sei Dank. Aber das ist noch offen, wo es hingeht. Aber da, beim Business bin ich mir sicher, dass ich das mit den jungen Spielern weiterfahren möchte, weil das macht mir enorm viel Spaß. Und ich möchte etwas zurückgeben. Meine Eltern haben sehr viel in mich investiert und ich möchte das nun versuchen zurückzugeben. Darf ich dich fragen, Thomas, wenn jetzt dein 10-jähriges Ich so neben dir sitzen würde und du mit der heutigen Erfahrung, die du gemacht hast im Profifußball, auch über diese 8 Monate,
wo du dann wirklich dein Berater- und Coaching-Business für junge Fußballer aufgebaut hast. Was würdest du diesem 10-jährigen Ich für 3 Tipps geben, dass seine Fußballerkarriere deutlich erfolgreicher wird, dass es einfacher wird und dass er sich zu 100% im Profifußball etablieren kann? Ja, also Tipp Nummer 1, wo ich den Jungen gebe und anderen auch geben würde, ist die Selbstüberzeugung. Als junger Spieler ist es vielleicht manchmal nicht einfach, wenn man auch von anderen guten Spielen, sagen wir mal so, umgeben ist oder von älteren Spielen. Mhm. Und da gibt man sich manchmal viel zu wenig, wie soll ich denn sagen, man belohnt sich viel zu wenig für das, was man macht. Also die, ja. Und außerdem man wird konfrontiert mit anderen Mitspielern, wo, und dann ist es manchmal als junger Spieler, denke ich, schwierig, seine Meinung zu sagen und wirklich von sich selbst überzeugt zu sein und sagen, hey, ich habe das, vielleicht auch zu reflektieren, ich habe das so gut gemacht, ich kann wirklich stolz auf mich sein, und das gibt dann einem wieder mehr Vertrauen. Und ich denke, die Selbstüberzeugung ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das zweite ist, dass der Fokus. Der Fokus ist für mich auch ein entscheidender Faktor zum Erfolg, weil ohne Fokus, denke ich, wird es wieder sehr schwierig, wenn man täglich von anderen Sachen umgeben wird. Es kann auch sein, dass in meinem gewissen Alter vielleicht andere Sachen kommen, dann kommen vielleicht auch die Frauen und so weiter. Ja. Und der dritte Tipp, den ich geben würde, ist, dass man sich einen Coach sucht, einen Berater, weil die Statistik zeigt, dass die Erfolgschancen viel höher sind, dass man sein Ziel erreicht, wenn man sich jemand zur Seite holt, welcher das Ziel bereits schon erreicht hat. Ja, genau. So, Thomas, dann wären wir schon am Ende dieses Interviews. Ich danke dir wirklich herzlich für das interessante Gespräch. Danke dir. Ich denke auch, Jungs da draußen, die Profifußballer werden wollen, können von diesen 3 Tipps bereits enorm profitieren. Du pflegst ja noch eine Instagram-Seite, wo du täglich Tipps raushaust, praktisch für eben angehende Fußballer, wo du auch des Öfteren live gehst und mit diesen interagierst, sie coachst, sie berätst. Wie heißt diese Seite? Dann können anfällige Interessenten dir gerne folgen, von deinem Wissen, von deinen Erfahrungen profitieren. Ja, sehr gerne. Also die Seite heißt Fußball Underline, also Unterstrich Thomas Fekete, aber sie wird sonst noch einmal hier eingeblendet.